Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen kleinen brandneuen Video. Heute City Skylines Mods installieren, deinstallieren und so weiter. Als erstes, wenn ihr hier im Hauptmenü seid, drückt ihr Shift und Tabulator, um in Steam Overlay zu kommen. Und ihr seht, ich bin jetzt hier schon ein bisschen zu weit. Dann sollte das eigentlich so etwa aussehen bei euch. Als nächstes klickt ihr hier oben auf Workshop und dann öffnet sich dieses Fenster hier und ihr seht, wir sind hier bei City Skylines und da sind auch schon all die Mods. Ihr seht, es hat wirklich verdammt nochmal viele. Ihr könnt das anklicken hier aufs Bild, dann habt ihr noch eine bessere Beschreibung. Hier oben könnt ihr noch filtern, hier auf der Seite könnt ihr noch filtern und wenn ihr dann was gefunden habt, das ihr haben wollt, was soll ich denn nehmen? Ja, ich nehme mal... Das hier sieht doch ganz witzig aus. Dann drückt ihr hier aufs Plus. Und ihr seht, jetzt ist da ein Haken. Dann können wir das Overlay wieder schließen. Und dann drücken wir hier auf Mods aktiviert, auf dieses kleine Feld hier. Drücken wir drauf. Dann öffnet sich hier dieses Fenster. Und dann können wir hier die Mods an- und abwählen. Hier sehen wir die Karten, die ihr runterladen könnt. Dann Save Games, eure eigenen und natürlich andere, die ihr auch runterladen könnt, all die Objekte, die ihr runtergeladen habt, Mods, hier noch ein paar Dinge und hier noch ein paar Vorschläge, aber ich würde es nicht über die Vorschläge machen, weil hier wisst ihr ja nicht wirklich, was es ist, müsst es dann umständlich angucken, dann würde ich es direkt übers Overlay machen, so wie ich es euch gezeigt habe. Dann könnt ihr eigentlich ganz normal wieder zurück in euer Spiel gehen oder ein neues Spiel starten, wie ihr wollt. Die Mods funktionieren ohne Probleme, einwandfrei. Und ja, das wäre es eigentlich. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen. Wenn es so ist, hinterlasst mir einen Daumen nach oben oder drückt auf Abonnieren. Oder wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!